Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas von PlayerUnknown. Und ich habe mir mal was ganz Neues ausprobiert. Und zwar eine neue Rubrik. Ich weiß, letzte Woche haben wir erst Besuchsmontag gestartet. Der wird auch weitergeführt, aber diesmal nur anders. Und zwar werden wir jetzt Clan-Besuche machen. Wie sehen Clan-Besuche aus? Also ich glaube nicht, dass es schon ein anderer YouTuber macht. Das habe ich mir zumindest selber ausgedacht. Also wenn es schon ein anderer YouTuber gemacht hat. Verzeihung, pardon. Auf jeden Fall, wie sehen die Clan-Besuche aus? Auf jeden Fall werde ich die Clans dann auch bewerten sozusagen mit 3 Punkten. Diese Punkte wären einfach aktive Clan-Member. Das merkt man daran, ob sie eine Liga haben oder nicht. Die Spendenverhältnisse, wie sind die Spendenverhältnisse aufgeteilt? Im Minus oder Plus? Und die Clan-Beschreibung, wie ist die Clan-Beschreibung? Es gibt ja auch Clan-Beschreibungen, die sehr ausführlich sind. Und dann gibt es halt Clan-Beschreibungen, die einfach nur sind. Genau, und dann werden wir auch in den Clan die ersten 3 besuchen und die Person, die in dem Clan besucht werden wollte. Und ich würde mal sagen, wir fangen auch mal direkt an. Ich hoffe, euch gefällt diese Rubrik, wenn ihr auch richtig ankommt. Falls ihr mal auch eigene Ideen habt, unter welchen Punkten man einen Clan auch noch bewerten kann, bitte schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Okay, der erste Clan, der besucht wird, ist Phoenix. Einfach nur Phoenix. Krieger. Und das letzte Mal habe ich das O und das E vertauscht, ja. Wolverine ist auf Platz 1, der wollte sowieso besucht werden. Wenn er noch besucht werden wollte, ich überlege, LOLXD wollte besucht werden, aber welcher von den beiden? Wir werden einfach einen von den beiden besuchen. Ich glaube, das ist ja sein zweiter Account. Als erstes werden wir die ersten besuchen. Wolverine, der erste, der besucht wird. Rat ist Level 10. Etwas zu früh hochgegangen, meiner Meinung nach, was ich dir empfehlen würde. Die Mauern alle auf 7 hoch zu machen, das ist ganz wichtig. Für Rades Level 10 und 6er Mauern, das ist echt mager. Das soll jetzt nicht böse gemeint sein, aber ich finde, das ist echt mager. Und ja, die X-Bows sind auf 1, ist okay. Vielleicht könntest du irgendwann mal den dritten hinbauen. Du hast schon einen Inferno-Turm. Hätte ich noch ein bisschen gewartet, ehrlich gesagt. Aber ist ja auch Geschmackssache. Ich finde, der Spaß bei Clash of Clans sollte wirklich im Vordergrund bleiben, und da kam wieder eine Push-Up-Benachrichtigung, da Android 5.0 darauf her besteht. Ich weiß, ich habe es irgendwie umgestellt, man kann es auch umstellen, aber ja, keine Ahnung, wie das funktioniert. Minenwerfer auf 6 ist okay, okay. Die Luftabwehren alle auf 4. Ich versuche die Folge relativ kurz zu halten, da ja auch noch 2 andere Clans besucht werden wollen, oder? Ja, 2 andere Clans wollen noch besucht werden. Okay, Magiertürme auf 5 würde ich noch ein bisschen hoch machen, beziehungsweise mindestens auf 6. Ja, ist jetzt okay. Bogenschützentürme in der Mitte bringt nicht so viel, meiner Meinung nach, aber ist Geschmackssache, ist Geschmackssache. Ich würde dir empfehlen, eine ganz neue Base, Mauern hoch, Minenwerfer und Magiertürme hoch, und dann läuft das auf jeden Fall. Wo war die Clanburg? Clanburg, huhu, wo bist du? Außen, okay, das ist auch nicht optimal. Und jetzt JCJ. Auch Rathaus Level 10, etwas zu früh hochgegangen, aber dafür ist die Clanburg in der Mitte, besitzt alle 3 X-Bows, kein Inferno-Turm. Es gab gerade einen ganz kurzen Cut, da ja etwas schief gelaufen ist. Ja, mein Wecker hat geklingelt. Wieso ich mir den Wecker um 4:30 stelle, fragt lieber nicht nach, also ich habe keine Ahnung. Minenwerfer auf 6 würde ich dir empfehlen, auf 7 zu machen. Magiertürme müssen mindestens auf 6, da das schon ein Riesenunterschied ist. Sonst mach weiter so, und ja, die Mauern sind schon relativ okay, aber immer noch schwach, meiner Meinung nach. Legolas will jetzt besucht werden, wie ich gehört habe. Auch Rathaus Level 10, aber die Außengebäude sind ein bisschen zerstört. Das dunkle Lager ist etwas zu weit außen, der Inferno-Turm in der Mitte, die Lager in der Mitte sind nicht optimal. Würde ich auch etwas anders machen, wirklich. Ich glaube, ich lasse es lieber mit den ersten 3. Vielleicht auch nur die ersten 2 oder so, oder nur der erste und der besucht werden wollte. Und jetzt werden wir noch LOLXD besuchen. Ah, ist jetzt ein zweiter Account, ne? Wir wollen lieber seinen ersten Account besuchen. Ich glaube, so wollte es auch. Sein Wille geschehe. Okay. Rathaus Level 8. Trophy Base sieht etwas zerstört aus. Greift mit Balunion. Ne, Dralunion an. Und ein paar Magier und ein paar Bogenschützen. Clanburg in der Mitte, was ich dir empfehlen würde, Mauern mindestens auf 7. Dann die Minenwerfer auf 6 hoch, sodass sie auf Max sind. Und dann die Magiertürme würde ich auf 6 hoch machen. Die Luftabwehr ist jetzt in Ordnung, Level 4 reicht vollkommen aus. Da kannst du dir noch ein bisschen Zeit lassen, aber sonst mach weiter so. Wie gesagt, die Mauern hoch und dann läuft das schon. Und jetzt werden wir den Clan beurteilen. Alle scheint, 3 Inaktive.
Sagen wir ein halber Punkt. Spendenverhältnis. Plus, minus, 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 minus. Gleichstand, minus, 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 minus. Plus, minus, plus, minus. Okay, nee, beziehungsweise Gleichstand sagen wir auch ein halber Punkt, das wäre schon um einen Punkt. Und dann, was war das dritte, was war der dritte Punkt? Die Beschreibung. Treue Member ab Level 50 gesucht. Standards sind Bogis, aber wir haben auch anderes im Angebot. Wer nicht spendet oder im CW nicht angreift, wird gekickt. Viel Spaß beim Clan. Montag aufräumen Tag. Euer Wolverine. Okay. Hat einen Punkt verdient, hat wirklich einen Punkt verdient. 2 Punkte von 3. Lässt sich sehen. Der nächste Clan, der jetzt besucht wird, ist... Himmel und Hölle heißt der Clan. Hoffentlich gibt es da nicht allzu viele. Sonst muss ich echt lange suchen. Himmel und... Nee, warte, so ein komisches Unzeichen. Hier. Nein, das wollte ich nicht. Hölle. Oh, gibt's nur eins. Oh nee, das Zeichen... Alter! Ey, diese Tastatur ist echt zum... Ja, nicht Jö-Himmel. Himmel. Alter. Das... Ach, das gibt's da nicht, oder wie? Du hast egal, dann ist es das. Hier. Er heißt Skiller. Er ist noch im Clan, den werden wir auch direkt mal besuchen. Besuchen. Und dann den ersten und dann... Rathaus Level 9 Trophy Base. Etwas zu früh hochgegangen, aber das macht ja nichts. Ich glaube, jeder ist mal zu früh hochgegangen. Die Luftabwehren alle auf 2, die Minenwerfer zumindest ein. Gradest du gerade auf 5 ab. Sehr nice. Immer die Minenwerfer und beziehungsweise die Flächenschäden immer als erstes hoch. Das ist immer optimal. Dann würde ich dir empfehlen, die Magiertürme den nächsten Mal auf 6 zu starten. Würde ich auch direkt durchziehen und dann noch die Minenwerfer auf 6. Und dann kannst du dich langsam auf die Mauern machen, beziehungsweise davor noch die Einzelschäden. Ein Level höher, würde ich mal sagen, den Bogenschützentürme auf 6, ein bisschen schwach. Würde ich mindestens sogar auf 8 machen und dann die Mauern auf 7. Und dann lässt sich das Dorf doch sehen, dann lässt sich das Dorf sehen. Goldlager machst du gerade hoch, also kann es sein, dass du erst vor kurzem hochgegangen bist. Ein bisschen zu früh, aber den Fehler haben jeder gemacht, hat wirklich jeder gemacht. Kann ich... nur bestätigen. Okay, jetzt der erste Hellscream. Rathaus Level 9. Die Mauern sind besser als beim Skiller, aber die Verteidigungsgebäude. Nur Magiertürme auf 3, 4, Maskrat hier auf 5. Da hätte ich den erstmal auf 4 gemacht und den auch auf 4. Greif's mit Riesen, Magiern und Barbaren und Bogenschützen an. Hast 2 X-Bows, alle beide auf Level 1. Der Bohrer auf 3. Den Minenwerfer würde ich auch unbedingt reinstellen. Minenwerfer draußen haben gar keinen Sinn. Die Luftabwehr ist auf Level 5. Das kann auch so bleiben, denn die ist eigentlich schon stark genug. Finde ich zumindest. Allein schon die... warte, der Schaden in der Sekunde 160. Ja, das ist wirklich genug. Ja, in Ordnung. Aber die Base-Ausstellung gefällt mir nicht so sehr, meine Meinung. Gefällt mir wirklich nicht so sehr. Am besten im Internet einfach Clash of Clans. Rathaus Level 9 Trophy Bases. Ich kann auch mal eine Folge machen, Rathaus Level 9 Trophy Bases, wenn ihr Bock habt darauf. Ich suche mir dann welche gute raus und dann läuft der Hase doch. Wo ist die Clanburg? Ja, das ist immer so eine Sache, ne? Alter, bin ich jetzt blind oder hat er gar keine? Ja, der muss ja eine haben, ne? Alter, da ist die Clanburg doch, da ist die Clanburg doch. So, Inaktivität ist schon relativ hoch in dem Clan, würde ich sagen. Halber Punkt. Spendenverhältnis scheint sehr gut zu sein, zumindest bei den meisten. Auch viele Null, also der Clan ist nicht so aktiv, wie es scheint. Auch ein halber Punkt würden wir sagen. Clan-Beschreibung, nett, aktiv, spendenfreundlich, Level 50, Barbaren und Bogis Level 4. Angenehme Base, CE ab 100 Spenden, STV nach Vertrauen, CK immer am WE. Angreifen ist Pflicht, wer wird ein Teil von Himmel und Hölle? Ein Punkt, 2 Punkte wieder der Clan, also 2 von 3 lässt sich sehen. Wir können ja auch mehr Punkte einführen, dann müsst ihr mir ein paar Vorschläge in den Kommentare machen, da ich nicht so kreativ bin. Und die heutige Folge wird schon relativ lang gehen, mal gucken, ob mein Internet das auch wirklich geschissen bekommt, die Folge dann noch hochzuladen. Da ich ja heute das Praktikum habe und um 14 Uhr habe ich... Muss ich gerade wieder anfangen. Mittagspause habe ich von 12 bis 14 Uhr. Der nächste Clan, der jetzt besucht wird, ist Cool Kens.
Oh, hier gibt's noch einen Clan. Ich, cool kenn's. Warte, wie hieß der? Ivo, glaube ich. Ivo, ne? Suchen wir mal kurz. Da, Ivo. Ich habe dir versprochen, wieder in den Clan zu kommen. Es tut mir wirklich leid, dass ich nicht wieder in den Clan gekommen bin. Aber dafür besuche ich dich jetzt. Alle Gegner weg, also im CW, yo. Also auf die CW-Folge könnt ihr euch mega freuen. Die wird Mittwoch kommen und ich kann euch versprechen, da wird mega rasiert, da wird mega rasiert. Okay. Rathaus Level 8 Trophy Base. Magiertürme auf 4. Was ich empfehlen würde, die auf 6 zu machen. Beziehungsweise 5 würde auch schon reichen. Und dann die Minenwerfer sind auf 6. Sehr nice auf Max. Die Luftabwehr ist auf 5 und die beiden auf 4. Die können noch ein bisschen warten, da die ja nicht so wichtig sind. Kanonen auf 9 ist auch schon okay. Die Bogenschützentürme sind auf 8. Ist ja auch in Ordnung. Würde ich demnächst mal auf 9 machen. Aber als erstes haben die Magiertürme Vorrang. Deine Mauern sind auf 7 und hast schon ein paar auf 8. Also das läuft auf jeden Fall mit deiner Base. Und mach einfach weiter so. Und dann wird die Base bald sehr nice sein. Dann kannst du sagen, boah Digga, ich hab voll die geile Base in der COC, Alter, ich schwör. Dann kannst du das sagen, auf jeden Fall. Okay, kleiner Spoiler gerade. Ja. Clansuche nicht hier. Den ersten MMA, das ist ein englischer Clan, so halb deutsch, halb englisch. Zerstört, ja gut. Ich würde mal sagen, das war's dann auch für die heutige Folge. Aber wir gucken uns mal kurz mein Dorf an. Was sich da so entwickelt hat. Finde ich auch, dass es zu einem Let's Play Clash of Clans dazugehört. Auf jeden Fall, mein Golem habe ich ja gestartet, habe ich sogar in der Aufnahme gesagt, oder? Glaub schon. Auf jeden Fall 7 Tage und 22 Stunden noch. Also in einer Woche an dem Montag, das wird richtig heavy, wenn der auf 3 ist. Boah, da wird der richtig rasieren. Da wird auch dunkler, genau. Also hier wieder ein paar Mauern dazu bekommen, glaube ich zumindest. Ich werde heute Abend wieder Boost fahren, beziehungsweise gestern Abend. Also ich bin in der Zukunft. Alles ist nur eine Illusion. Wir werden mal ganz kurz gucken, wie viele Mauern wir schon haben. 51 Mauern auf 8 und 54 Mauern auf 9. Okay, das läuft doch auf jeden Fall. Dann würde ich auch sagen, das war's dann für die heutige COC-Folge. Wenn euer Clan mal besucht werden will, schreibt's mir noch unten in die Kommentare. Ich würde mich auch sehr über Verbesserungsvorschläge der Rubrik für freuen. Genau, freuen. Und wenn ihr kein COC mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.